Willkommen zurück zu einer weiteren gigageilen Folge Jurassic World Evolution 2. Freut mich, dass du da draußen wieder gigageil mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte gigatastische Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja, eine kleine Bewertung. Ihr wisst ja, wäre super nice, geht ganz schnell, macht super mega viel Spaß. Der Park, Alter, der läuft so richtig gut. Der läuft wie Butter. Ich werde ihn vermissen, weil irgendwann sind wir auch durch und ja, dann heißt es Abschied nehmen von dem kleinen Park hier und einen neuen Super-Mega-Park auf die Beine stellen. So, wie sieht's denn aus? Wir spulen mal ein bisschen vor. Raptoren, 3 Stück werden hier noch gemacht und dann buttern wir die mal hier drüben rein und hoffen, dass es irgendwas bringt. Ah, schaut mal jetzt. Jetzt geht auch das Hotel hier nach oben. Ich dachte schon, wie kann das sein? Lokaler Saurieranreiz, der müsste doch echt geil sein. 26 hier. Weil die alle da oben irgendwo im Eck hängen. Huh, Pech. Ja, kann man nichts machen. Ab und zu hat man eben auch mal ein bisschen Pech. Der Kleine ist gestorben. Weg mit dir. Anfrage zur Produktabholung erhalten. So, mein Freund. Wir kommen in deinem neuen Zuhause und wir müssen gucken, dass wir die schnell zufriedenstellen, denn wir wissen ja, die sind ein bisschen grumpy. Transport hat begonnen. Die sind ab und zu ziemlich mies unterwegs. Okay. Produkt in der Luft. Oh nein. Tot umgefallen oder... Geht hier schon wieder eine Erkältung los? Ich wünschte, es gäbe irgendwas, damit Erkältung keine Rolle mehr spielt. Wow, edel, edel, edel. So, ihr edlen Boys, ihr wollt... Endlich eine Idee, hinter der ich stehe. Das meine ich wirklich. Sie können jetzt schwere Zäune erforschen. Gut, oder? Es sei denn, dahinter wartet noch etwas Schwereres auf einen Snack. So. Zustellung abgeschlossen. Also, es sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Noch ein bisschen Wald. Okay, offenes Gelände. Offenes Gelände ist kritisch. Erweitern wir es hier nochmal ein bisschen. So, was hat der hier? Eine Erkältung. Es sind gleich wieder alle krank. Ah, unangenehm. Vorsicht, die Raptoren wollen fliehen. Fehlender Wald. Echt jetzt? Offenes Gelände ist gut. Bereich ist auch noch ein bisschen eng. Wir machen mal ganz schnell noch sowas hier rein. Moment. War da... Bautz. Die haben doch echt gut Wald, oder nicht? Offenes Gelände. Hm. Da habe ich keine andere Wahl. Wir müssen noch mal ein bisschen erweitern. So. Jetzt aber, komm schon. Das muss jetzt aber reichen. Ranger-Team hat eine Aufgabe. Ja, aber was willst du machen? Eine Erkältung fegt da oben wieder durch und macht alle schwer krank und treibt sie in den Wahnsinn. So, Saurier-Anreiz 950. Raptoren sind gar nicht mehr so beliebt. Barry ist tot. Wir wussten alle, dass dieser Tag kommen wird. Goodbye, kleiner Barry. Wo liegt er denn? Hier. Wir brauchen einen neuen Barry. Wir brauchen einen neuen Barry. Modifizieren. Haben wir nichts mehr. Wir können mal eine andere Farbe wählen. Nehmen wir die hier. So. Ich hoffe, es werden wieder 2. Let's go. Einmal schnell durch hier. Produkttransport im Gange.
So, wir brauchen irgendwas, wir müssen irgendwas forschen. Wir müssen irgendwas forschen. Die nächste Mission wartet auf uns und zwar müssen wir schwere Zäune erforschen. Dafür brauchen wir schnelle Forschung. Schnelle Forschung haben wir hier drüben. So, schnelle Forschung läuft. Sag mal, wie viele kann man von denen hier haben? 900 kosten die. Uff. Ich hätte die gar nicht so extrem teuer in Erinnerung. Ich meine, klar, wir machen jetzt unglaublich viel Geld, aber trotzdem, 900? Stimmt, wir haben keinen T-Rex. Uff, ganz vergessen. Ganz vergessen, wir haben keinen T-Rex. So. Mega starke Bombenzäune. Wo ist denn hier die schnelle Forschung wieder? Hier unten. Und wen geben wir noch mit? Ja, du hier. Abmarsch, Jungs. Ich brauche einen T-Rex. Ich benötige ganz dringend einen neuen Tyrannosaurus Rex. Okay. So. Was geben wir dem? Wir machen ihn langlebig. Alter, das geht ja so hardcore ins Geld. What? 12, 14. Okay, ich brauche andere Wissenschaftler. Im Moment habe ich nicht das richtige Personal dafür. So, Ankylo. Das wird das nächste große Projekt. Wir wollen unbedingt Ankylos. Schauen wir mal rein. Wie sieht's denn aus? So toilettenmäßig. Ah, hier eine Toilette hin. Oh nein, Sturm. Oh nein, jetzt wieder. Na, jetzt habe ich gerade so ein bisschen... Hat sich der Park erholt. Alles ist geil. Alles läuft easy. Aber es ist kein Tornado. Es ist nur... Ein heftiger, ekelhafter Sturm. Schlimm genug. Schlimm genug, Freunde. Ist nicht so, dass ich den Sturm gutheißen würde. Die Natur hat mit den Alpha-Raubtieren wirklich ganze Arbeit geleistet. Aber ich dachte, was, wenn ich noch mehr tun könnte? Und dann dachte ich, das kann ich. Ich kann Saurier kreuzen. Das Ergebnis nenne ich Indominus Rex. Das ultimative Raubtier. Boah. Ich will so viel Forschung wie möglich, bevor ich ihn erschaffe. Denn ich will der Natur das eine oder andere zeigen. Okay. Er will den Indominus Rex. Let's go. Hier geht's richtig rund. Denen geht's gar nicht gut, weil sie wahrscheinlich wieder eh eine Lungenentzündung davon tragen. Da musste kein Genie sein, um das zu wissen. So, wir sind durch. Das war wieder mehr als teuer. Wo haben wir hier einen Schutzraum? So, Schutzraum ist wieder da. Wat? Nein, nein. Ich habe das nicht gesehen. Noch irgendwo einer? Der hier. Aber der pennt. Der süße pennt. Warte mal, ich mache hier einfach zack. Und mache das hier. So, den können wir schon mal wieder reinholen. Produktabholung. Alles gut, Leute. Allen geht's gut. Allen geht's gut. Jetzt mach doch mal hier den Laden wieder frisch. Transportiere Produkt. Hier bitte checkelechen. Produkttransport wird durchgeführt. Okay, die leben noch. So, uno momento, por favor. Jetzt hier. Wissenschaftler sind alle ready. Wir benötigen...
13 und so. 1,3 Mille. Nur um das Ei ready zu machen. Der Sturm ist halt jedes Mal teuer, weil ich habe halt direkt einen Ausfall. Ich habe direkt einen bösen Ausfall. Nervt, kotzt an, aber was willst du machen? Sind die eigentlich zufrieden? So, Barry. Na, ich muss auch noch einen weiteren Barry züchten irgendwann mal. Und den Ankylo, der versauert hier voll. Den Ankylo, den kannst du echt in der Pfeife rauchen, ne? Ich brauche einen schnellen Brutvorgang. Warum finde ich denn einfach keinen Wissenschaftler mit einem schnellen Brutvorgang? Warum habe ich hier nur so Dullis? Logistik, Expedition. Billigerer Brutvorgang, verlockend. Schneller Brutvorgang, aber der ist wieder mit 5. Weißt du was, ich werde dich einstellen. Ja, du bist dabei. Er hat nicht die besten Werte, aber dann kommen wir wenigstens mal ein bisschen voran, weil wir alle wissen, wie lange es dauert, jetzt nochmal den T-Rex auszubrüten. Und wenn wir jemanden haben, der das Ganze ein bisschen beschleunigt für uns. Haben wir schon drin? Produkttransport beendet. Ja. So, schneller Brutvorgang. Ich hätte gern 2. Kann man 2 haben? Kann ich mir 2 leisten? Ah, 4 Millionen. Ich kann mir 2 gar nicht leisten. Der kostet schon 2 Mille. So, wo haben wir denn jemanden mit einem schnellen Brutvorgang? Was brauche ich denn hier? 13. 5. 11. Du halt noch. Okay, 4 Minuten. Ah, ich bin ja schon wieder bei 6 Millionen. Und sobald Rexy hier wieder am Start ist, wird alles gut. So. Was müssen wir denn forschen? Wir müssen wieder Sachen forschen. Hier ist noch einer fertig. Parkbericht. Ja, ist wieder alles. Hat sich wieder alles gut, positiv entwickelt. Was wollte ich denn machen? Eine Toilette. Ich wollte eine kleine, feine Toilette. Was klicke ich denn hier schon wieder rum? Hier, Toilette. Achso, die sehen so aus wie die Dinger hier. Okay. Ich glaube, ich mache die sogar hier hin. Bitteschön. Kein Strom haben wir hier, aber... Hä, wie kriegt das Ding hier drüben dann Strom? Das fällt noch gerade so ins Netz. Durch was denn? Okay, ich muss auch Strom unbedingt mal hier ein bisschen vorantreiben. Alright, das Baby bekommt Strom und irgendjemand ist gestorben. Der andere Barry... Nee, was hat der andere Barry für ein Problem? What? Was ist los? Streit unter den Barrys? Das Alpha-Tier hat den zurechtgewiesen, oder? 18? Ey, der war teuer. 17? Ey, wow, Dr. Nance? Ich hab Angst um meinen kleinen Barry-Bär. Der Mann ist verletzt. 13. Was hat er nur? Gott, was hat er nur? Aus dem Weg hier! Es geht um Leben und Tod. Hey, jetzt geht's ihm wieder besser? Produkt unterwegs. Okay, ich muss hier unbedingt noch eine Krankenstation machen. Jetzt geht's ihm wieder schlechter? Barry, was hast du? Heilt. Was hat er denn gehabt? Organtrauma. Kann ich nichts machen, ne? Hm. Ich könnte die verbessern. Warum haben die jetzt irgendwelche Hardcore-Verletzungen? Was ist jetzt denn los? Ich habe extra hier friedliche Exemplare genommen. Ohne krasse Kloppereien. Und jetzt auf einmal bringen sich alle um. Gehirnerschütterung. Okay, wir brauchen mehr medizinisches Personal. Bam, 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 bam. Der 2 Millionen T-Rex. Da ist er. Alright. Kreuzungen wollen wir forschen.
Na, ich glaube, ich mache erst noch das hier. Schnelle Forschung. Ha. So. Halbe Mille, let's go. Okay, warum haben die jetzt Gehirnerschütterung, Fleischwunde, innere Blutung? Was ist denn da passiert? Transport im Gange. Was ist denn da bitteschön passiert? Ja gut, ich muss Transport abgeschlossen. Tiere behandeln. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Der Superstar ist im Haus. Oh, sieht der geil aus? Der sieht Porno aus. Ich liebe den T-Rex. Ich liebe den T-Rex. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt gerade hier so eine aggressive Atmosphäre ist im Park, aber meine Tiere bringen sich gerade gegenseitig um. Gerade ist sehr viel Hass im Park. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Gerade ist sehr, sehr viel Hass im Park. Wird jetzt mal betäubt hier der Chef? What? Betäuben? Beginne Produkttransport. So. Wo liegt er dann? Da hinten. Und rein. Schnelle Behandlung. Ihr beide übernehmt das mal ganz schnell. Wie lange dauert das? Innere Blutung. Können wir da wirklich gar nichts machen? Ist er wieder raus? Ich sehe ihn nicht mehr. Wunderbar. Einfach nur kacke wunderbar. Ich muss die Forschung hier verbessern. Ich brauche bessere Leute. So, was haben wir hier? Neues Gerippe müsste eigentlich kommen. Megalo. Megalo habe ich Bock drauf. Megalo ist auch ein cooles Vieh. Wen haben wir denn hier für schnelle Expeditionen? 11 für da hinten. Gut. Ich schicke meine Crew los. Für einen ollen Megalo. Okay, die müssen alle behandelt werden. Ich habe keine Ahnung, wie sie es angestellt haben, aber sie haben sich alle verkrüppelt. Instant. Frag mich nicht wie. So, Barry, du bist fertig. Jetzt seid doch mal bitte lieb zueinander. Unterwegs, um Produkt abzuholen. So, als nächstes locken wir den hier aus. Behandeln ihn und schicken ein paar Tüchtige in die wohlverdiente Pause. So. Die machen Break. Produkttransport im Gange. Und wir holen das Megaviech. So. Also wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall hier die Möglichkeit zu heilen. Das ist schon mal sehr wichtig, dass wir uns das mit reinholen. So, mein Freund. Du wirst behandelt. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Oh, und Stego ist gestorben, oder was? Och nein, die sterben jetzt auch. Einsam. Was? Produkt wird transportiert. Jetzt ist der auch noch einsam. Ich brauche neue Stegos. Schauen wir mal rein. Saurier, Stego. Nicht fit. Mach keinen Scheiß. Modification. Das sieht irgendwie geil aus. So. Wissenschaftler zuweisen.
So, bitte ran, Jungs. Bitte ganz, ganz schnell ran. Ist der eine hier schon... Behandlung steht aus. What? Ah, okay, läuft. Gut. Gehirnerschütterung scheint irgendwie nicht schlimm zu sein. Dinos fühlen sich schockierend wohl mit Gehirnerschütterung. Produkt wird eingesammelt. So, der nächste auf der Patientenliste bist dann du. Mit inneren Blutung und niedriger Gesundheit. Guter Mann, guter Mann. Transport im Gange. So, bitteschön. Hey, Kollegen, nicht auffressen, ja? Ich habe mir extra nicht aggressive Tiere geholt. Schnelle Behandlung. Und ja, schnelle Forschung brauche ich im Moment auch nicht. Eine macht eine kleine Pause. Auch eine kleine Pause. So, wir haben Fossilien, aber wir haben auch Eier. Eier. Scheu, aggressiv. Wir nehmen die hier. Teuer genug. So. Toter Saurier, auch noch das. Boah, stirbt der nächste. Es ist nicht gut. Ich brauche unbedingt Ersatz. Produkt muss eingesammelt werden. Bevor der hier Amok läuft. Da kann ich, glaube ich, direkt noch einen Schwall züchten. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 5. 4. Jetzt auch noch ein Sturm. 3. 2. 1. Überfahr ihn doch nicht! Du sollst ihn heilen, du blöde Kuh! Scharfe Flut, Dr. Nancy. Ich glaub das nicht. Die hat ihn einfach tot gefahren. Die will mich doch verarschen, oder? Sammle Produkt ein. Die hat meinen Dinosaurier tot gefahren. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Die Olle hat meinen Dino tot gefahren. Das ist der nächste verreckt. So, halt, stopp. Es kommen neue. Ich mach euch gleich noch mehr. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Die sind nicht langlebig. Die sind absolut nicht langlebig. Wie viel Mega haben wir hier? So, nehmen wir noch ein bisschen Kleinzeug mit rein. Die Extraction Boys. Beide ran, dann dauert es 18 Sekunden. Wahnsinn, wie schnell das geht. So, die Leiche kommt weg. Der betäubte Dino kommt in Behandlung. Schnelle Behandlung, schnelle Behandlung. Let's go, 11 Sekunden. Das nenne ich Highspeed-Behandlung. Produkt unterwegs. Produkt wurde eingesammelt. So, die Berries sind cool. Stegus kommen. Ich glaube, ich brauche aber dennoch mehr. Ich glaube, das ist nicht genug, weil der eine wird auch bald sterben. Dann sind die auch wieder einsam. 70. 69. Ja, es bessert sich ein bisschen. 71. Shit, jetzt sterben auch die hier. Gott, das tut so weh. Das tut so weh, ne? Produkttransport im Gange. Moment, da sind nur noch zwei? Ist der eine irgendwo da hinten in der Wallach... Nee. Okay. Ich habe eben waren die so übereinander. Ich dachte, da wären allgemein nur zwei drin. Erstmal die Stegos. Schnelle Synthese. Und der Chef da unten. So, wir machen einen neuen Schwall. Die Folge ist auch schon wieder rum. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten sehr traurigen Folge, wo viele Tiere sterben und gefressen werden. Es ist deprimierend, aber it's a circle of life. Oder so ähnlich. Gut, Freunde. Mega kommt auch bald. In unseren kleinen Dino-Zoo. So, die Extraction Boys sind nochmal hier am Start und fegen durch. Stirbt denn hier alles weg? Hä, was ist denn oben jetzt noch gestorben? Ach, sterben auch die hier? Oh nein, die habe ich noch gar nicht geforscht. Mies. Oh, apropos mies.
Kleine dafür wieder rein. Gut, Freunde. Leichen. Überall Leichen. Wir sehen uns wieder in der nächsten leichenreichen Folge. Lasst eine kleine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!